Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge War Thunder. Ich dachte, ich mache gleich noch eine Panzerschlacht. Mache eine kleine Session. Eine kleine, keine allzu große heute. Oh, nochmal mit dem Panzer ins Spiel. Vielleicht haben wir diesmal mehr Glück. Und kommen denn mal in eine Schlacht, wo nur gleiche Panzer im gleichen Rang sind. Das macht nämlich echt mittlerweile nicht mehr wirklich viel Spaß, sich da durchzuquälen. Muss mal schauen. Okay, auf jeden Fall ist dieser Modus. Da kann man gleich mal von hier her rüben. Bisschen drüber schießen. Oh, schau, da finde ich das gut aus. Oder auch nicht. So wie der IS-4M, gegen die ich null Schaden mache. Selbst mit meinem Heavy Tank mache ich keinen Schaden. Sind 15,5 cm Tiger im Spiel, gegen die ich auch keinen Schaden mache. Zum Kotzen. Das hier ist kein Grafikpack. Sondern das ist dahinter. Deswegen schaut das gerade so komisch aus. Habe ich den auf die Seite geschossen. Warum gehen die mal in eine Schlacht mit einem Panzer? Das war ja wirklich um Welten zu kurz. T-44. Hat sich getroffen. Schon wieder getroffen. Du kannst dich dahinter nicht verstecken. Sonst merkt man, was für ein Spiel ist. Ach, knapp. Zum Heer. So müsste es passen. Er weiß auf jeden Fall, wo er hinschießen muss. Gut. Er wurde vernichtet. Und jetzt irgendwie mein Getriebe, das er getroffen ist, zum Panzer. Verdammt langsam. Ah, schon mal gut getroffen. So, jetzt muss ich aber reparieren. Was brauche ich dafür denn? Warum geht denn keiner auf A? Was sagt jetzt?
lassen die die einfach so capturen. Und ein Prozessor oder so. So, schauen wir. Wir rücken vor. Und wir hoffen, dass niemand kommt. Also, jetzt mein Linken ist irgendwas. Gott. M40 Adjuster. Noch nie gehört. Über einem Indoor-Reparaturzell. Okay, was ist da gerade explodiert? Kommt schon T48. Ist so unter bei den 41 Sekunden noch. Hat mir jetzt nicht viel Schaden gemacht. Komm her. Nicht für dich. Wie? Aber das hat nicht was. Oh, eine SU-100 von wo? Sind sie auch eine Maus und der zumindest nicht. Ich glaube, das wird auch wieder ein Match nach dem Motto. Ja, das erste alle Fahrzeuge verloren. Ich weiß gar nicht, warum wir führen. Ich habe gerade ein bisschen ein Rätsel. Aber wir führen gerne. Aber ich glaube, kein Problem damit. Da ist ein Gegner. Ich glaube, das ist dieses Lackding. Mit der Tankstelle umgefahren.
Um den kümmern sich die zwei. Wer hat mich jetzt? Ja. Ein Panzer habe ich zerstört. Wie lange dauert es? 54 Sekunden. Ob ich das überlebe? Ja gut. Da irgendwo. Gut, hier haben wir. Damit sie ungefähr hinschießen. Eine weitere Bodeneinheit zerstört. Ja. Ich hab's zu spät gesehen. Warum geht unser Team nicht für A? Für B. Und jetzt gerade ehrlich gesagt. Es sind auf jeden Fall schon viele Gegner gestorben. Vielleicht zwei Raketen. Und nicht mehr schade genug. Wir müssen auf jeden Fall mit aufpassen, weil da war gerade der eine Typ. Sich gerade Richtung A bewegt. Genau, da ist er auch schon. Verdammte Kacke hier. Ich hab gehofft, das trifft mich nicht. Ja, das dürfte dann unser der Verlust des Spieles sein. Oder doch nicht, wir haben eine Maus. Ernsthaft? Das will ich mir ehrlich gesagt noch kurz fertig anschauen. Ob sie den Typen auch vernichten oder nicht. Komm, fahr einfach nach A rein. Schon mal. Gut, wer ist hier drin? Und captured.
Und da ist der nächste von uns tot. Im Bereich B. Okay, sieht er den? Nee, das glaube ich nicht. Ja, komm, pop in, please. Ein M46. Wie schaut's, wie viele Gegner leben denn noch? 3-4 und Verbündete leben 3-4. Die ist interessant, da schauen wir zu, ob er denn den Typi, der wo gerade B gecaptured hat, kriegt oder nicht. Hat er oder hat er nicht? Nee. Na, erstmal B capturen. Okay, oder auch nicht. Ziemlicher Noob. Warum ist er an dem voll vorbeigefahren? Oh ja, IL-10. Oh, der geht auf den da. Geh doch nicht auf den. Und nicht mal gekillt, oder wie? Peak Ass ist Trumpf. Komm, Leute, jetzt. Ich würde noch sagen, das haben wir verloren. Hier steht hier auch nur rum. So, jetzt sind es noch immer noch 4 Gegner und noch 3 von uns. Ich weiß nicht, was er mit dem jetzt will. Der ist so auf der Karte. Hier gibt es die. Aber der Feind klatscht gerade A. Und da verlieren wir, weil wenn sie A einnehmen und haben wir verloren. Wahrscheinlich ist denn nur in der Nähe klar. Der steht immer noch hier. Ja, wir in der Nähe von A. Oder auch nicht. Der nimmt GLB ein. Ich hasse AFK-Spieler. Jo, haben wir verloren. Naja.
War kein schönes Spiel. Ich zeige euch mal nach schnell, wie weit ich denn schon mit der Erforschung der neueren Munition für den Ferdinand bin. Nämlich soweit. Zwei, drei Spiele noch. Dann dürfte es soweit sein. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.